Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zu meinem zweiten Vlog-Video. Im Hintergrund lasse ich euch wie immer ein paar meiner Gameplays laufen. Diesmal sind es aber, glaube ich, nur drei. Ja, ich hoffe, das mit dem Anfang hat jetzt geklappt. Ich habe irgendwie gerade 20 Mal versucht, diesen Anfang aufzunehmen. Ist ein bisschen schwierig, weil ich diesmal das Intro direkt davor gepackt habe und nicht im Nachhinein erst. Ja. Warum noch ein zweites Vlog-Video? Einfach weil ich das sowieso jetzt als Format starten wollte, um euch hier immer auf dem Laufenden zu halten auf meinem Kanal. Und einfach weil ich momentan, bevor der große Umzug bei mir ansteht, euch nochmal über alles aufklären wollte, euch meine genaue Situation nochmal darlegen wollte und euch dann erklären wollte, wie es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen so weitergeht auf meinem Kanal. Ja, wer meine Videos aufmerksam verfolgt, der weiß, dass ich demnächst umziehe. Ich hoffe, ihr verfolgt alle meine Videos. Nein. Wie gesagt, ich ziehe demnächst um. Wir haben, glaube ich, heute den 16. Am 23. ist die Wohnungsübergabe von meiner neuen Wohnung. Und dann muss es losgehen. Bis Ende des Monats muss ich umgezogen sein. Und ich vermute, dass wir es eventuell nicht direkt hinbekommen, da Internet zu kriegen. Falls dem so sein sollte, habe ich mir selber quasi so eine Art Upload-Plan zusammengestellt, beziehungsweise habe ordentlich vorproduziert in der letzten Woche, weil ich auch Urlaub hatte und die Möglichkeit dazu hatte, neben Koffer packen und so weiter. Koffer, genau, Koffer, Kartons packen, ach, ist egal. Jedenfalls habe ich ordentlich Videos aufgenommen, habe auch jetzt vor, noch ordentlich was hochzuladen, dann natürlich erstmal auf privat und das dann von YouTube quasi selber so zu bestimmten Zeiten freischalten zu lassen, sozusagen. Das heißt, um jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen, ich habe einiges vorproduziert, hoffe, dass es für mehrere Wochen reicht und demnach wird quasi ab dem Zeitpunkt, ich gehe mal davon aus, ab nächster Woche, weil ab nächste Woche muss ich wieder arbeiten. Und dann habe ich natürlich keine Zeit mehr, Videos hochzuladen. Das heißt, ab nächste Woche Montag, das setze ich jetzt mal so als Datum fest, wird es regelmäßig ein Video pro Tag von mir geben. Das wird voraussichtlich erstmal nur Harry Potter sein, weil ich habe mit Dark Project momentan so meine kleinen Problemchen. Das heißt, ein Video pro Tag. Ich habe mir die Zeit auf circa 17 Uhr gestellt. Selber so festgelegt, sag ich mal. Das heißt, es wird jeden Tag um 17 Uhr ein Video auf meinem Kanal geben. Das bedeutet quasi, dass während meinem Umzug die Videos regelmäßiger kommen, als wenn ich gerade regelmäßig aufnehmen kann. Ist egal. Jedenfalls, das ist so der Plan für die nächsten Wochen. Ab nächstes Jahr werde ich dann hoffentlich, also Anfang Januar wird sich das Ganze hoffentlich so weit gelegt haben und alles so weit geregelt haben, dass ich dann auch wieder regelmäßig Videos hochladen kann, beziehungsweise Videos aufnehmen kann. Dann kann es hoffentlich weitergehen. Der Vorteil an der Wohnung ist auch, um mal zu dem Thema Facecam zu kommen. Ich wurde beim letzten Vlog in den Kommentaren darauf angesprochen, warum ich in meinen Vlogs denn keine Facecam nutzen würde, weil das wäre eigentlich so, sage ich mal, gang und gäbe, dass man in Vlog-Videos dann auch wenigstens ein bisschen Facecam dazu, keine Ahnung, wie auch immer, habe. Ich habe darauf auch kommentiert, ich weiß aber nicht mehr, was ich geantwortet habe. Jedenfalls, beim ersten Video gab es noch keine Facecam, hier gibt es auch noch keine Facecam. Das Problem an der Sache ist aber auch einfach, dass die Position von meinem PC einfach bescheiden ist und ich im Hintergrund hinter mir das Fenster habe. Das heißt, ich bin einfach von hinten komplett überbelichtet und man sieht mich so ziemlich fast gar nicht. Deswegen die Position meines PCs hier ist einfach scheiße, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Und in der neuen Wohnung ist das anders. In der neuen Wohnung habe ich dann auch endlich mehr Platz. Ich habe ordentlich Platz für meinen PC, habe auch ordentlich Platz für mein Equipment. Und der Vorteil ist, ich habe meinen PC-Platz direkt vor dem Fenster. Das heißt, ich werde quasi von vorne dann angeleuchtet. Ich kann dann auch gerne regelmäßig bei meinen Vlog-Videos eine Facecam benutzen. Das Problem ist bei mir nur, ich bin weiblich, durchaus. Ich bin aber jetzt kein Mädchen, das sich die ganze Zeit
vor den Spiegel stellt und sich schminkt und schick macht, nur um in den Facecam-Videos dann gut auszusehen. Also ihr werdet euch durchaus darauf einstellen müssen, dass ich mich nicht wirklich groß herrichte für die Facecam extra. Das ist so das Einzige, wo ich mir dann Sorgen gemacht hatte, dass dann da irgendwie so bescheuerte Kommentare kommen wie: Ich wurde schon öfter, auch in Videos, die ich früher gemacht habe, dann mit so Fragen bombardiert von wegen: Bist du eigentlich Junge oder Mädchen? Und das hat mich halt einfach wahnsinnig genervt. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, was Facecam angeht. Aber ich will es vielleicht beim nächsten Vlog dann durchaus mal versuchen. Ja, wo das Video gerade bei Perfect World angekommen ist, das, was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte. Heute ist, wie gesagt, der 16. Ich hoffe, dass ich dieses Video heute noch hochladen kann, denn morgen ist ein großer Tag für alle Perfect World Spieler. Es wird ein sehr, sehr großes Update geben. Und zwar beinhaltet dieses Update eine neue Rasse, ein neues Anfangsgebiet und zwei neue Klassen. Das heißt, es wird tatsächlich die gesamte Perfect World Welt wird ausgebaut. Und es werden tatsächlich neue Charaktere dazukommen, die man spielen kann. Das bedeutet für mich jetzt natürlich, dass ich mein Let's Play auch wieder so ein bisschen überdenken muss. Ich muss quasi überlegen, wie mache ich dann da jetzt weiter. Ich habe jetzt mit Pascal, also Passars und Ekalavia, ja, wie ihr im Hintergrund seht, dieses Let's Play Together Perfect World angefangen und habe da quasi nochmal von vorne angefangen, um das Ganze auch wirklich nochmal von vorne zu zeigen. In meinem Singleplayer habe ich jetzt die letzte Zeit gar nicht mehr weitergemacht, weil ich das Problem habe, dass ich alleine einfach in diesem Spiel nicht weiterkomme. Ich bräuchte wirklich Leute, die mit mir Instanzen machen, die mir helfen bei großen Mobs. Ich bräuchte eine Gilde. Und das ist immer schwierig, eine zu finden, wenn man immer irgendwie nur alle paar Tage mal so für eine Stunde online ist oder so zum Aufnehmen. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen habe ich mir überlegt, das Together auf jeden Fall mit den beiden weiterzumachen. Es ist halt auch einfacher, wenn man eine Gruppe hat. Punkt. Dadurch, dass jetzt aber so ein großes Update kommt und wir aber schon mitten im Let's Play quasi drin sind, wir haben auch die letzte Zeit leider keine Möglichkeit mehr gefunden, zusammen aufzunehmen. Deswegen ist das Ganze ein bisschen ins Stocken geraten. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt natürlich, dass wir diese neuen Klassen nicht wirklich vorstellen können, weil wir ja jeder unsere Klasse haben und jeder jetzt schon mitten im Spiel sind. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich morgen pünktlich zu dem Update, eventuell auch übermorgen, ich gehe aber mal davon aus, dass ich dann morgen tatsächlich schon mich darum kümmern werde, dass ich das Singleplayer-Spiel ebenfalls nochmal von vorne anfange, einfach um die neuen Klassen, Rassen und dieses neue Anfangsgebiet vorstellen zu können. Wenn ich jetzt mit einer dieser neuen Klassen beziehungsweise mit dieser neuen Rasse anfange, dann dürfte es für mich ja nicht schwer werden, euch die auch gebührend vorzustellen, sage ich mal. Das wäre dann so mein nächstes großes Perfect World Projekt. Das Together wird auf jeden Fall noch weitergehen, keine Sorge. Damit werden wir jetzt nicht aufhören. Das wird parallel zu dem Singleplayer dann laufen. Ich habe momentan sowieso ja mehrere Projekte, die ja so nebenher laufen. Und dieses Update, ja, finde ich einfach unheimlich wichtig und ich will es nicht einfach so unbeachtet lassen, was in dem Together ja jetzt nun mal leider so, ja, wir hätten es halt einfach nicht richtig vorstellen können, weil wir, wie gesagt, einfach so mitten im Spiel gerade sind und auch relativ wenig Zeit finden, es aufzunehmen. Das heißt, ich werde dann einfach ab morgen oder ab übermorgen schon mal mit einem neuen Singleplayer von Perfect World anfangen. Ich hoffe, ich gehe davon aus, dass das andere Singleplayer-Projekt, dass ich das abbrechen muss. Weil ich, wie gesagt, einfach nicht weiterkomme. Und ich könnte mich, wie gesagt, nicht wie gesagt, dieses wie gesagt ist sowas, was ich irgendwie unheimlich oft sage. Das nervt mich manchmal ein bisschen. Ist egal. Ich könnte mich jetzt theoretisch durch diverse Items, die ich gesammelt habe und diverse Möglichkeiten, die mittlerweile im Perfect World existieren, um aufzuleveln, könnte ich mich theoretisch irgendwie trotzdem noch auf Level 50, 60 oder so bringen mit dem Singleplayer, aber halt irgendwie relativ unspektakulär, weil es halt wie gesagt alles durch Items ist und ich dafür nicht wirklich was tun würde.
Das heißt, ihr würdet sehen, wie ich in einer Folge 10 Level aufsteige, aber es bringt weder euch noch mir irgendwas. Deshalb einfach nochmal dieser Anfang von vorne. Vielleicht hat ja einer von euch auch Lust, mir da hin und wieder in der einen oder anderen Folge zur Seite zu stehen. Vielleicht mal eine Runde mit mir zu zocken. Ich werde da jetzt natürlich keine bestimmten Zeiten sagen können, wann ich am PC sitze, wann ich hochlade, wann ich aufnehme. Das ist natürlich immer so unterschiedlich. Aber ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die neuen Rassen sein werden. Okay. Was ich noch kurz ansprechen wollte, ich habe ja immer noch kein 100-Abonnenten-Special gemacht. Ich habe mir überlegt, gerade um euch zu zeigen, warum ich hier in dieser Wohnung so schlecht Facecam benutzen konnte und warum ich es in der neuen Wohnung durchaus kann, habe ich überlegt, von meinem Umzug so eine Art Roomtour zu machen. Und das dann quasi als 100-Abonnenten-Special dann auch hochzuladen. Ich würde euch dann quasi hier, kurz bevor wir hier ausziehen, die alte Wohnung nochmal kurz zeigen, euch mal zeigen, wo ich hier die letzten 2 Jahre gelebt und gewütet habe. Und dann natürlich die neue Wohnung, um euch dann auch zu zeigen, wie meine Umgebung jetzt demnächst aussehen wird. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das doch bitte mal unten in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall, würde mir auf jeden Fall helfen, wenn ich eure Meinung dazu hören könnte, beziehungsweise lesen könnte in diesem Sinne. Und dann wüsste, ja, was euch besser gefällt. Entweder ich mache so eine Roomtour oder ich überlege mir noch irgendwas Let's Play-Spielebezogenes, was ich als 100-Abonnenten-Special machen könnte. Mir fällt aber momentan leider auch wirklich kaum was ein. Also. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von einer Roomtour als Abo-Special haltet. Oder wenn ihr davon nicht so viel haltet, dann wäre ich auch sehr, sehr, euch auch sehr, sehr verbunden, wenn ihr mir den ein oder anderen Vorschlag mal unten in die Kommentare posten könntet. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich als Abo-Special machen könnte. Und ich danke euch fürs Zuschauen und es ist vorbei, verdammt. Ich hoffe. Das Video hat euch so ein bisschen Aufschluss über meine momentane Lage gegeben und wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Facecam in der nächsten, im nächsten Vlog, ja oder nein? Und Roomtour als Abo-Special, ja oder nein? Für den Fall, dass nein, wäre es schön, wenn ihr Vorschläge da lassen würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da, das wäre super, super lieb. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und eventuell dann in meiner neuen Wohnung. Bis dahin, tschüss!